Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind immer noch im Wasteland. Und da vorne sind immer noch die Reste quasi der Wanderhorde. Ab und zu mal nachladen, kann nicht schaden. Da ist auch noch einer. Mein Gott. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Oh, schön. Mir fehlt eh Wasser. Darfst du mal eben wieder wechseln? Danke. Guck mal, der Loot kommt zu mir. Das ist sehr schön. Der Loot kommt zu mir. Aber hier ist auch sonst nichts wirklich noch... Nichts sonst wirklich noch zu holen, oder? Ich meine, ich suche hier immer noch irgendwie so ein Gebäude... Schön. Okay. Ich weiß, wo ich hingehe. Gebäude im Wasteland, wollte ich gerade nochmal sagen. Also eigentlich wäre mir so ein Einzelgebäude um einiges lieber gewesen. Ja, ich habe zwar zuerst geschlagen, nein, habe ich nicht, aber egal. So, wie sieht's aus mit dem... Die Barrels sind durch. Kann ich noch eins machen? Nee, kann ich nicht. Da fehlen mir jetzt... Jetzt fehlt mir Gas dafür. Okay. Dann schaue ich doch mal. Jetzt dachte ich, da hüpft ein Zombie so... Baum, 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 da hoch. Aber das ist... Komisch. Diese Geier heutzutage, ey. Schwierig mit denen. Ja, fein. Oh, bist noch nicht weg? Ist auch schlimm, dass die immer noch so nachröcheln müssen, ne? Denkst du dir, der ist eigentlich tot und dann röchelt der noch Ewigkeit und 3 Tage nach. Jetzt kann ich zumindest nochmal ein neues Fass ansetzen hier. Und die. Ja, das war vielleicht jetzt eine tolle Idee. Von mir in dem Moment dann. Nein, das ist keine Mine. Dann nachzuladen, während ich, also den letzten Schuss rauszuballern, während ich genau weiß, da kommt gleich noch ein anderer auf mich zu. So, mit auf Autos stehen hatten wir es ja schon mal, also auf Minibikes zumindest stehen. Auf Autos stehen dürfte da noch funktionieren. Was ist das da unten? Warte mal, da muss ich mir angucken hier. Ach nee, ich habe gedacht, das wäre so eine Furche. Die jetzt dadurch gezogen ist, aber ist nur so Textur. Ich versuche mal so zu bleiben, an dieser Sicht hier, ne? Leute, ich finde das um einiges interessanter. Na komm. Brauche ich halt noch einen Schlag mehr? Brauche ich noch einen Schlag mehr? So, die Stadt war da hinten. Ich glaube, ich sehe die weißen Häuser schon. Aber ich doch keine Mine, ne? Boom! Nein. Man kennt's ja. Sprich drüber und in dem Moment läufst du über die Mine. Ich habe mich schon vorhin gewundert, dass ich bei meiner Rückwärtsflucht nicht irgendwie eine Mine mitgenommen habe oder sowas. Das kann man scrappen. Das braucht man nicht mitnehmen. Und das Auto kann man mitnehmen. Dann kann man, glaube ich, noch kein... Ich brauche 600 davon, ne? 600 für ein Zeug. So,
Ist schwierig. Seht ihr was? Seht ihr was? Ja, ihr müsstet eigentlich was sehen. Ich habe für euch das Gamma ja etwas höher gedreht als für mich. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner schreit, da ist eine Mine, du bist drüber gelaufen, weiß ich Bescheid. Sag mal. Irgendwie hat er die Waffe nicht richtig. Kam mir zumindest so vor. Ja, den habe ich nicht gesehen, oder? Den hätte ich sehen können, wenn ich. Dings gehabt hätte. Hier Nachtsichtgerät angehabt hätte. Aber so? Keine Chance. Und man kann es ja eben machen, um die Entfernung zur Stadt einzuschätzen. Da kann man das Nachtsichtgerät nehmen anmachen. Pass auf. Ach, guck mal, ich werde jetzt da hinten hingelatscht. Ich kann auch einfach hier vorne hin. Dann gehe ich doch einfach da vorne hin. Ja, so ist natürlich ganz doof, ne? So geht's. Und zu dieser Stadt muss ja auch wohl irgendwie eine Straße existieren. Ich bin ja gespannt, wie man da hinkommt. Ja gut, ich habe eine Infektion jetzt. Infektionsstufe 1 wahrscheinlich. Da. Feraler. Danke, dass du nochmal eine extra Runde gedreht hast, sonst hätte ich echt die Arschkarte gehabt. Jetzt weiß ich, warum ich den Hund angelockt habe, weil ich Hundefutter dabei habe. Oder hatte. So, wie sieht's aus mit der Infektionsstufe? Können wir eben gucken. Oh ja. Jetzt muss uns nur noch kalt genug werden. Moment, das war falsch. Da unten ist es, ne? Ja. Ein Spider. Habe ich hier nur einen Spider? West offen. Brich mir das Bein, mein Freund. Dann hau ich dir aber um den Sack. Habe ich nicht nur Spider-Quest offen? Ne, Skillpunkte wollte ich gar nicht hin. Ja, Bären, klar. Logisch. Cops brauche ich noch zwei. Screamer. Ne, Spiders habe ich gerne offen. Ne, ist okay. Ah, guck mal, hat irgendeine Stadt zu haben, ne? Hier spawnt aber auch gerade echt nichts nach, ne? Ich will hoffen, dass ich in der Stadt in einer guten Ecke reinkomme. Ja, hier ist schon das erste Gebäude. Ich glaube, es ist ein Eckgebäude. Da ist noch ein Fahrzeug. Das könnte man. Greppen. Ja, hau mich doch. Komm, schlag mich nochmal. Hm, ja, ist okay. Danke. Nichts dabei. Ja, nachts sind halt viele von diesen feralen Zombies unterwegs, ne? Noch einer. Guck mal eben. Ist das ein Feral? Ich würde sagen, ja. Zumindest war es einer. Shotgun Barrel können wir direkt mal scrappen. Da verzichte ich freiwillig drauf. Okay, gut, dann zurück zur Stadt. Ja, hier gucken wir noch mal eben rein hier. Oh, leer. Leer ist immer gut.
Also dieses eine Auto hat mir echt jetzt einiges verdorben, ne? Hä? Moment. Doch, hier bin ich an der Ecke. Da, ach, da war ich vorhin. Ah, da bin ich schon weiter. Komm, dann gehen wir erstmal hier. An dieses Eckhaus. Ja, das ist komplett ein verbrannter Biom. Oh, wie geil ist das denn bitte? Und dann auch so eine Westernstadt, will ich immer sagen. Was gefällt mir? Moment. Bär. Vielleicht nicht damit. Wow. Leute, wie schnell ist der denn drauf? Ist der auf Speed oder was? Nee, also da. Das war mir zu heikel. Mit Bär, dann noch mit der anderen Sicht. Plus Zombie, der ist tot, ne? Ja. Ja, hier, der Wert ist auch tot. Das war mir dann doch zu heikel, jetzt das mit der Funzel nur zu machen, ey, ohne dass ich den Bären sehe. Hier wird jetzt eh noch mordsmäßig viel Spaß passieren. Und ich denke mal in den Zombies, danke. In den Häusern wird so einiges spawnen. Papier nehme ich mit. Blei lassen wir mal hier. So, ich könnte ein bisschen von dem Getränken vertragen. Hier. Müssen wir zu trinken vertragen. Bin mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Hallo? Nix. Ja, nix ist immer gut. Ich hätte auch gern was Volles, Leute. Nicht was Leeres. Haben wir einen Mann? Können wir scrappen? Können wir auch scrappen. Ja, mir ist gerade kalt. Ich. Klingt jetzt komisch, aber ich will auch gerade, dass mir kalt ist, damit ich den Honig essen kann. Ja, hier ist was drin. War auch nicht wirklich was Tolles. Okay, ich glaube, die kann ich mal austauschen. Alkohol. Ich habe jetzt gerade gar keinen Alkohol oder sowas am Mann, ne? Die Tokens möchte ich ganz gerne mal mitnehmen, für den Fall, dass ich irgendwie mal was kaufen müsste und ein paar Tokens oder ein paar weitere Tokens finde. Aber hier kommen das Gunpowder. Können wir hier lassen. Das braucht doch kein Mensch, ganz ehrlich. Ist da nicht noch hinten was drauf? Ne, da ist nichts drauf. So, da ist ein Hardware-Shop. Das ist zweistöckig, wenn ich mich nicht irre. Nee, Papier kannst du ruhig mitnehmen, ist schon okay. Ja, dieses Breaking at Eternity wäre jetzt natürlich für einen Spyclop natürlich sehr nett. Bleib liegen, Fräulein. Oha. Ja, kein Platz, ne? Lassen wir das. Da habe ich mein Alkohol. Also mein Bier, zumindest. Jetzt ist die Frage, will ich das Bier mitnehmen? Oder nicht? Wenn ja, muss ich jetzt Platz schaffen. Alles klar.
Frage ist beantwortet. Ah, sehr gut. Trinken. Ich nehme Painkiller ein und ich trinke das Wasser danach noch. Painkiller ist hier alles, was wir, also da haben wir ja massig von. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. So, was ich noch mal eben machen möchte ist... Achso, kann ich gerade noch nicht, weil ich scrap noch die Schaufel, diese Iron. Schaufel. Nee. Stielschaufel. Genau. Also Stahlschaufel. Stielschaufel. Das ist nur Deutsch, weißt du? Nehme ich mit. Trinke ich. Ich wusste doch, dass ich hier noch was finde. Kann ich nicht essen. Trinken wir das. Schwupp und schon sind wir fast wieder voll. Da kann ich gleich sogar noch eine Pille einwerfen. Wenn ich nochmal ein Gläschen finde oder sowas. Weil noch läuft die eine Pille ja, ja knapp 30 Sekunden noch. Es kommt mir hier oben ein leuchtender Spukhau oder so entgegen. Oder aus jedem von den Dingern kommt einer. Fertig. Ach so. Mehr nicht. Und dann macht so einen Aufstand. Lohnt sich ja fast gar nicht hier. Bloodbag. Dazu müsste ich... Ich habe Hunger. Kann ich nicht essen? Klar, ich muss Hunger haben. Logisch. Ich erinnere mich dran. Da ist nichts mehr. Boah. Also, ganz ehrlich, mit der Ansicht ist das schon nicht so schön, wie ich mir das vorher gedacht habe. Da ist mein Painkiller. Den ich jetzt noch... Komm. Benutzen wir auch. Benutzen wir auch, habe ich gesagt. Danke. Können wir scrappen. Brauchen wir nicht mehr. Verkaufen macht eh keinen Sinn. Bringt da eh nur 400 ein, also ist nicht relevant. Noch ein Barrel. Sehr schön. Ja, sieht doch gut aus. Oh, mir ist minus 4 Grad ist nicht gut. Minus 4 Grad ist nicht gut. Da muss ich gegenhalten. Da esse ich mal die Dose. Dann bin ich da auf 100. Dann kann ich die scrappen. Dann habe ich auch wieder einen Taschenplatz mehr. Und für den Fall, dass ich nochmal was essen müsste, habe ich noch die andere große Dose. Nee, Moment. Hier geht's lang. Ah, jetzt nochmal eben hier drüben reingucken. So, also hier ist jetzt... Wie ich das sehe, Endstation, ne? Ich musste dann quasi, hier gibt es ja keinen weiteren Weg. Um hier hinzukommen, muss ich, glaube ich, von hier hinten dann irgendwie rein. Gerade noch gesagt, Painkiller und so, habe ich ja hier keine Probleme mit. Und, was war? Keine Probleme mit Painkillern. Schön brav liegen bleiben, mein Freund. Ich mache jetzt nichts Falsches. Funktionsfähig. Die müsste offen sein, ne? Ja. Gut. Aber dafür ist die leer. Eine Horde.
Hörte sich gerade so nach einer Horde an, Leute. Ne, ich glaube, die ist oben drüber, ne? Das hörte sich von innen schlimmer an, als es eigentlich war. Achso, da ist nichts mehr drin. Dann kann ich die Box hier auch kleiner um. Gibt ja nochmal Papier. Hä? Dreh dich um, komm wieder rein. Mhm. Die ist auch leer. Leere Boxen sind mir so lieber. Ach, guck mal, wen wir da haben. Dann gehen wir von hinten rum rein. Wo kommst du denn her? Der ist aber wirklich abrupt hinten rum jetzt, ne? Ohne Umwege. Meine Güte. Ja, Papier. Oh, wenigstens hat er mir die Tür aufgemacht hinten. Moment. Das weg. Das weg. Scrappen. 600 Iron Picke. Scrappen. Braucht kein Mensch. War ich gerade dran? Hier noch. Auch leer. Na, dann mal oben gucken, was oben so ist. Ja, toll. Wo kommen die denn her? Wenn die Tür noch zu ist. Ich hab gedacht, die machen ja die ganzen Türen auf und nix. Junge. Oder in dem Fall nicht Junge. Ja. Brauche ich noch eine Wrench? Brauche ich noch eine Wrench? Nö. Oh, das ist ein Spiegel. Ich kann es übersehen. Ah, kann man scrappen. Überall, Leute. Man hört es nur noch. Ach komm. Ist das dein Ernst? Weißt du, nicht ja Beine. Er doch Beine hatte, aber kann sie nicht. Oh, nicht nutzen. Ein Tool and Die Set, ne? Kann ich die nicht lesen? Reads? Ja, ich kann die lesen. Komm. Das war ein Fehler, ne? Hatte ich schon. Ja, super. Das ist das, was ich meine. Diese blöden Quests. Also meine im Sinne von, ich meinte damals. Du kannst die Quests mehrfach lesen und dann sind sie weg. Nervig. Blöd. Gut. So, morgen auf. Morgenaufgang sag ich schon. Morgengrauen. Ich würde mich an dieser Stelle dann hier verabschieden für heute. Und dann gucken wir uns morgen nochmal ein bisschen hier die weitere Stadt an. Mal gucken, was hier noch so zu finden ist. So, ich bin gespannt. Guest Barrel. Stellen wir nochmal eins her. Naja, klar. Kommst du halt auch noch in diese Folge rein. Immer diese aufdringlichen Fans hier, ne? Also, bis morgen. Habt einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüssi.